Der Ludovic Magnier würde sogar beim Abstieg vom FCZ Trainer bleiben. Das ist richtig so, aber er muss seine Aussendarstellung massiv verbessern. Mir gefällt die Kommunikation vom FCZ und von Ancillo Canepa. Da sagt man ganz klar, der Ludovic Magnier ist unser Projekt, ein junger Schweizer Trainer. Wir glauben an dem, wir gehen mit dem auch in die Challenge League, wenn es muss sein. Das ist kein Rumgeeiere, das ist Klartext, das ist hervorragend. Nur muss man auch ganz klar sagen, der Ludovic Magnier muss sich an der Linie ändern. Es kann nicht sein, dass du wegen jedem Muckefurz zum vierten Offiziellen rennst, als ob er jetzt gerade deine Frau angegraben hat. Das Problem ist einfach, wenn du jedes Mal rumkommst wie ein Rumpelstilzchen, dann nüsst sich das ab. Irgendwann nimmt dich niemand mehr ernst. Am wirkungsvollsten ist, wenn ein Ruhiger, der nie etwas sagt, sich aufregt, dann weiss man, oh, jetzt hat er wirklich etwas zu sagen. Darum bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Kombination sehr glücklich ist. Ein René Fanek, der sehr emotional ist, unten an der Linie noch. Dazu ein Ancillo Canepa auf der Tribüne, der auch eine sehr kurze Zündschnur hat. Und es hilft vielleicht auch nicht, dass er manchmal auch noch am Spielfeld dran steht. Der Ludovic Magnier soll seine Emotionen behalten, das ist das, was ihn ausmacht. Er ist sehr ein authentischer Mensch. Aber er muss lernen, sich zu zügeln. Dann kann er ganz ein grosser Trainer werden.